Er war auch schon lange beim ZDF tätig und brachte neue Formate bei ZDF Neo an den Start. Aktuell ist er Geschäftsführer des Spiegel TV Infotainment und für neue Formate aus Musik und Comedy zuständig. Ich begrüße jetzt für euch Ekkehard Wetzel. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ganz geflasht von eurem neuen Gebäude hier. Als ich in Mainz mal studiert habe, auch Medienwissenschaften, ja, da sah es noch ein bisschen anders aus. Also voller Neid und Ehrfurcht stehe ich hier und bin gerade schon kurz vorgestellt worden. Ich bin erst seit anderthalb Jahren bei Spiegel TV, war aber davor 13 Jahre beim ZDF und habe mir heute überlegt, was erzähle ich euch über neue Formate. Unter Umständen seid ihr besser im Bilde, was so alles auf den Kanälen zu empfangen ist als ich. Ich habe, bevor ich zu Spiegel TV gegangen bin, die letzten 4 Jahre meines ZDF-Daseins sozusagen bei ZDF Neo zugebracht. Und damals haben wir versucht, neue Formate ins öffentlich-rechtliche Fernsehen zu bringen. Wir haben Joko und Klaas von MTV geholt. Wir hatten andere Gesichter, die vorher vor allem im Musikfernsehen unterwegs waren, dann bei ZDF Neo gehabt. Sarah Kuttner, Benjamin Stuckrad-Barre und so weiter. Oder auch andere Formate mit Manuel Möglich, Wild Germany. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat oder Herr Eppert sucht. Es waren so Versuche. Wir durften am Anfang ganz wild neue Formate entdecken und haben das auch gerne gemacht. Aber wie es oft so ist, irgendwann ist die Goldgräberstimmung auch vorbei und der Erfolg von ZDF Neo ist auch, glaube ich, heute auch ein bisschen das Problem gleichzeitig, denn zwischenzeitlich hatte ZDF Neo bessere Einschaltquoten als Arte und Dreisat und hat eben auch den Quotendruck, den alle haben. Und und so reden jetzt viel mehr Leute mit, was neue Formate sind, die auf ZDF Neo laufen. Oder aber noch viel schwieriger für die Leute, die Formate entwickeln. Es reden viel mehr Leute mit, was neu ist. Ja? Und wie ihr heute auch schon gesehen habt, man kann neue Fernsehformate so und so sehen. Jeder hat auf seine Weise recht, würde ich mal sagen. Am Ende entscheidet ihr mit euren Klicks oder mit der Fernbedienung, was gut läuft, was nicht gut läuft. Ich will, das ist auch das Problem des letzten Redners, gar nicht mich lange aufhalten, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich will nur ganz kurz mit so 2, 3 Sachen aufräumen, nicht mit Vorurteilen, aber zumindest mal mit Unwissenheit. Spiegel TV denken immer jeder, das ist das Spiegel TV Magazin auf RTL, das gibt's auch. Wir sind insgesamt 130 Leute in Hamburg und machen ganz viel auf RTL, das Magazin, die Reportage auf Sat.1. Wir haben auf Sky 2 Pay-TV-Sender, Spiegelgeschichte, Spiegelwissen. Wir haben auch Web-TV, Spiegel.tv. Wir machen das Bewegtbild für Spiegel Online. Und jetzt nicht, weil ich so eitel bin, sondern weil es einfach heute besser passt. Das, was ich mitbetreue mit meinen Kollegen, ist jetzt ganz groß da unten, nämlich die Auftragsproduktion, so wie Edda Kraft. Bin auch ich Auftragsproduzent. Wir produzieren für all die Sender, die ihr da unten seht, Auftragsproduktion, Co-Produktion. Und in den letzten Jahren, so eine kleine Auswahl, was Spiegel TV produziert hat, da sind auch Dinge dabei, wo der ein oder andere denkt, okay, wahre Liebe, kennt das noch jemand? Lilo Wanders, lange her. Das war mal echt freches Fernsehen, viel nackte Haut und man hat das erste Mal, glaube ich, richtig, ohne rot zu werden, über Sexualität gesprochen. Das war eine Geschichte, die Johannes B. Kerner Show, Oliver Pocher Show gab es auch mal. Wir machen ganz viel für solche Formate wie 37 Grad, Terra X, ZDF Zeit und so weiter und so fort. Aber auch internationale Co-Produktionen. Das nur ganz am Rande, dass ihr wisst, wovon ich spreche. Neue Fernsehformate, das ist ein weites Feld. Ich habe mir lange überlegt, was ich heute hier sagen soll. Habe mich dann dazu entschieden, nicht zu sagen, was wir alles schon gemacht haben. Ich möchte keine Nabelschau sozusagen betreiben. Ich würde versuchen oder ganz kurz versuchen, so aus 2 Blickwinkeln auf neue Fernsehformate heute zu gucken. Einerseits aus meiner Zeit als
Senderverantwortlicher und jetzt aus meiner neuen Position heraus als freier Produzent. Mir fällt auf, dass sozusagen es immer eine größere Unsicherheit gibt, was eigentlich neu ist, was man in Zukunft machen soll. So die alten Schlachtschiffe, wie Wetten, das sinken. Und dieses Lagerfeuer, mit dem man früher sozusagen eben alle aus den Ecken hervorgeholt hat, Oma, Opa, Papa, Mama und die Kinder gucken dasselbe, das gibt es einfach nicht mehr und es wird auch nicht mehr kommen. Ich habe in meiner Zeit beim ZDF, aber auch jetzt als Produzent festgestellt, dass es immer weniger Vertrauen in Eigenentwicklungen gibt. Ich habe das Gefühl, dass der Mut bei Fernsehsendern manchmal fehlt, was Eigenes an den Start zu kriegen. Man guckt lieber HBO oder Fox oder guckt vor allem nach Großbritannien, was dort im Fernsehen läuft. Und wenn es dort gut läuft, dann denkt man, wird es hier auch sozusagen bei uns gut laufen. Ich glaube, dass das teilweise stimmt, aber ich glaube, dass das aber auch zu großen Teilen nicht stimmt. Wir Produzenten haben das Problem, dass man uns oft sagt, macht mal einen Piloten, also eine Folge. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich hatte vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen und mal gewitzelt, wie wäre es, wenn wir Fernsehproduzenten mal in Pilotenstreik treten würden und den Fernsehsendern einfach mal geschlossen sagen würden, machen wir nicht mehr. Warum eine Folge und dieser eine Freischuss, dieses neue Fernsehformat soll sich sozusagen einmalig bewähren und das ist eigentlich nicht möglich. Das kann Glück haben, kann gut gehen, aber wenn man zurückschaut, die Fernsehformate von früher, die hatten Jahre, um sich zu entwickeln und vieles, was später irgendwie sehr erfolgreich begonnen hat, war früher oder am Anfang echt nicht besonders gut oder zumindest nicht erfolgreich und wurde es über die Zeit. Zimmerfrei mit Götz Alsmann hat vor kurzem Götz Alsmann selber gesagt, dass seine ersten Sendungen totale Grütze waren und er sie sich gar nicht mehr angucken möchte. Und wäre die Pilotsendung von Zimmerfrei heute irgendwie am Start, naja, vielleicht gäbe es nur eine Folge und wir hätten ein tolles Format verpasst. Ich habe es schon gesagt, es gibt diesen Hype nach immer Neuem und vor allem der Blick nach draußen oder vor allem auf die Insel, nach England. Ja, auch das wurde heute schon gesagt, wir importieren immer mehr, egal was es ist, ob es DSDS, Wer wird Millionär, Perfekte Dinner, Voice of Germany, das sind alles irgendwie ja, Dinge sozusagen, die altbekannt sind, nur nicht bei uns. Was bedeutet neu? Reden wir von wirklich neu oder reden wir von neuartig? Ich glaube, neue Formate gibt es jede Woche. Wir haben heute schon ein paar gehört. Vieles, was aber als neu verkauft wird, ist meiner Meinung nach lediglich neu verpackt. Das Grundprinzip eines guten Formats, einer jeden Geschichte, bleibt gleich. Es ist eine Heldenreise oder es ist Suspense, Spannung bei irgendwelchen Unterhaltungsshows. Audiovisuelle Umsetzung sozusagen hat sich verändert, ist stets neu. Rising Star oder DSDS haben da wirklich auch Maßstäbe gesetzt. Aber was wirklich neuartig ist, das weiß ich manchmal nicht oder zumindest glaube ich, dass es sehr wenig Neuartiges gibt unter den Fernsehformaten. Ich habe hier mal zwei schöne Fotos mitgebracht. Der ein oder andere oder die ein oder andere wird nicht beide kennen oder gar niemanden kennen. Links, der Mann mit dem Bart, das ist Orson Welles, ein nicht mehr unter uns weilender amerikanischer Regisseur. Und rechts, der Mann lebt noch und ist quicklebendig und ist Milliardär, einer der erfolgreichsten Fernsehproduzenten der Welt, nämlich John de Mol. Seine Firma Endemol produziert vieles, was ihr guckt, was ich gucke und zu Recht ist er erfolgreich, hat viele gute Ideen gehabt. Die beiden habe ich ausgewählt, weil sie vielleicht für was Neuartiges stehen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kann ein Mann wie Orson Welles, der irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts geboren ist und John de Mol auf einer Folie auftauchen, was haben die denn mit Fernsehformaten zu tun?
Orson Welles am Anfang zumindest wenig, da gab es noch kein Fernsehen, war auch schwierig. Aber ich glaube, er hat einen Tabubruch begangen, was Neuartiges. Er hat quasi die Scripted Reality erfunden. Er hat 1938 ein Hörspiel gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, von Krieg der Welten. Er hat das als Reportage, als Radioreportage getarnt, nach New Jersey in die USA verlegt. Manche Menschen, die dort wohnten, hatten geglaubt, es stimmt, und haben panisch ihr Haus verlassen, weil sie dachten, die Außerirdischen seien gelandet. Diese Geschichte übrigens, Krieg der Welten, kennt ihr vielleicht eher von Steven Spielberg, verfilmt mit Tom Cruise. Der zweite auf dem Bild, also sozusagen er hier nochmal rechts, John de Mol, hat einen anderen Tabubruch begangen. Er hat sozusagen das Motiv Big Brother aus George Orwells Roman 1984 als Fernsehformat einfach 1999 in Holland getestet und hat Menschen einfach ihre Privatsphäre genommen und sie lückenlos überwacht. Das interessiert heute eigentlich überhaupt niemanden mehr. Es wird wenig über Persönlichkeitsrechte diskutiert, eher noch darüber, ob Ronald Schill oder Hubert K. zuerst was auch immer tun. Aber ich wollte das nochmal mitbringen, weil ich dachte, es ist sozusagen, es sind Tabubrüche, die neuartig sind, die nicht immer schlecht sind, aber oft auch nicht gut. Ich habe mal was mitgebracht, sozusagen ein paar Logos von Dingen, wo ich denke, da sind Tabubrüche, mal ganz wertfrei. Es gibt Tabus und die werden gebrochen. Bei Schwer verliebt denke ich sicherlich, kennt ihr Schwer verliebt? Gut. Schwierige Sendung, finde ich. Ich glaube, ich würde mir lange überlegen, ob ich sie produzieren würden wollte, auch wenn man damit Geld verdienen kann. Aber für mich ist das ein Tabu sozusagen. Ich denke, es ist schon so ein bisschen, kratzt für mich an der Menschenwürde. Auch bei DSDS und Bauer sucht Frau habe ich so meine Probleme damit. Können wir auch gerne vielleicht gleich noch diskutieren. Sozusagen, um der Neuheit Liebe Tabu zu brechen und damit vielleicht auch Grenzen zu überschreiten, finde ich schwierig. Bei einem Tabubruch waren wir selbst beteiligt. Wahre Liebe, hatte ich vorhin schon gesagt. Sexualität, Sex, nackte Haut im deutschen Fernsehen war damals Anfang der 90er Jahre in der Art relativ neu. Frauentausch und Berlin Tag und Nacht habe ich mitgebracht. Das Tabubruch sozusagen, diese Pseudorealität. Auch das mag vielleicht den einen oder anderen nicht mehr stören. Und ihr, die hier sitzt, glaube ich schon, dass ihr für euch in der Rezeption schon versteht, dass das nicht Wirklichkeit ist. Es gibt aber extrem viele Leute, die das nicht verstehen und die das nicht kapieren, dass das erfunden ist. Und ein kleiner Hinweis im Abspann erklärt es ihnen nicht unbedingt auch. Und ich finde das schwierig, aber ich finde, das waren zumindest mal Dinge, diese Sachen, die ihr hier seht, die wirklich meiner Meinung nach die Überschrift neues Fernsehformat echt verdient haben. Was kann denn jetzt noch kommen nach all den Tabubrüchen? Schicken wir demnächst Leute auf eine Insel jahrelang und gucken zu, wie sie sich gegenseitig zerfleischen? Oder werfen wir die Teilnehmer von Castingshows nicht nur Dieter Bohlen zum Fraß vor, sondern vielleicht auch dem Mob, den er angestachelt hat? Oder schicken wir Teilnehmer sozusagen in die ultimative Gameshow? Einsatz ist das eigene Leben. Ich hoffe es nicht. Ich glaube es auch nicht. Denn ich denke, neu und auch gleichzeitig alt ist sozusagen Verantwortung. Und damit meine ich alle, die hier im Raum sitzen. Ihr als Fernsehzuschauer, wir sind es ja auch, die Senderverantwortlichen, aber auch wir als Fernsehproduzenten. Ich denke, wenn man jetzt mal auf die Zuschauer gemünzt spricht, man könnte zynisch sagen, dass jedes Fernsehvolk das Programm bekommt, was es verdient. Denn es entscheidet per Klick oder Fernbedienung, was erfolgreich ist. Aber ich glaube, man muss nicht alles produzieren, was Quote macht. Damit wären wir bei Fernsehmachern, egal ob in Sendern oder in Produktionsfirmen.
Klar, der Quotendruck ist enorm. Es gab irgendwann mal 3 Fernsehsender, heute sind es 78. Video-on-Demand, Streaming-Dienste gar nicht mit eingerechnet. Der Kuchen ist gleich groß geblieben, die Stücke sind kleiner geworden und alle wollen irgendwie natürlich gehört werden. Und wenn das Konzert eben heute von 78 Fernsehsendern bestritten wird, muss man eben umso lauter rufen. Und dann kommen auch solche Blüten ins Fernsehprogramm wie Sexy Beasts oder Adam sucht Eva. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Ich finde, wir im Fernsehschaffenden haben eine Verantwortung. Wir sind Leitmedium, immer noch. Und dürfen gerne auch die Senderverantwortlichen auf eure sozusagen Intelligenz bauen und hoffen. Und ich will aber jetzt nicht mit sowas Negativem enden. Ne? Ich habe es versucht, in jeder Folie irgendwie das Wort neu einzubauen, außer bei Tabubrüche ist mir das gelungen. Ich finde, dass es natürlich gutes und neues Fernsehen gibt. Vox, ich sage es jetzt nicht, weil ich dir schmeicheln will, aber es ist meine Meinung, Vox macht's vor. Es geht, Privatfernsehen und Qualität und gute Quote. Also das geht, ist gar keine Quadratur des Kreises. Sing My Song, Hülle der Löwen ist schon genannt worden. Ich finde auch wirklich das perfekte Dinner seit vielen Jahren ist sozusagen, wir sagen immer bei uns zum Spaß so Dinner ohne Dissen. Ja, das ist, es geht auch oberhalb der Gürtellinie. Das ist gar nicht so schlecht. Aber auch die Öffentlich-Rechtlichen machen tolle Sachen, die neuartig oder neu zumindest sind. Vor allem im Bereich auch in der Comedy ist mir das aufgefallen. Von der Heute-Show über Inas Nacht, über Late Night mit Kurt Krömer, aber auch das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann. Aber auch Team Wallraff, RTL oder Schulz in der Box, Pro7. Auch Voice of Germany sind wirklich meiner Meinung nach neue und gute Fernsehformate, was mich sozusagen hoffen lässt, dass auch für neue, gute Ideen weiterhin Sendeplätze da sind und wir als Produzenten, egal ob ARD, ZDF, RTL, Sat1, Vox oder wer auch immer, sozusagen wir dort auch Sachen platzieren können. Aber was neue Fernsehformate sind oder werden, wie gesagt, das hängt auch von euch ab. Und ab nächstem Jahr fließen langsam auch Online-Klickzahlen in die Fernsehquoten, was mich sehr freut, denn ich denke, das, was die Fernsehquote heute misst, ist nicht wirklich repräsentativ und ihr, die ihr sozusagen Digital Natives seid und viel mehr im Netz unterwegs seid als eure Eltern, ihr werdet das Fernsehprogramm mitbestimmen können und seid sozusagen selbst schuld oder selbst verantwortlich, wie gut oder schlecht die neuen Formate sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wetzel. Bevor ihr gleich eure Fragen stellt, interessiert mich noch mal eine Sache zu Spiegel TV. Sie haben es gerade ja schon mal angesprochen mit dem Online. Ist es denn bei Spiegel TV auch so, dass da immer mehr Richtung Online Bewegtbildproduktion oder bleiben Sie doch schon hauptsächlich beim Fernsehen? Nein, also bei Spiegel Online wird extrem viel und immer mehr Bewegtbild produziert und das wird auch sicherlich noch enorm ausgebaut werden. Viel von den Kollegen von vor Ort, gerade übrigens auch mit 2 Praktikanten von Mittweida hat mir ein Kollege erzählt und von Spiegel Online. Und wir als Spiegel TV sind eher dann dafür zuständig, längere Formate. Also die kleinen Nachrichtenfilme machen die Kollegen, die Videojournalisten selbst, aber wir produzieren auch immer mehr und das wird auch in Zukunft kommen. Vielleicht auch Formate, die ausschließlich auf Spiegel Online laufen. Okay, super. Dann können wir das ja gleich nochmal in der Q&A diskutieren. Sie dürfen sich schon mal gern hierher setzen.